Ah, ich muss mal einen kurzen Break machen. So, weiter geht's. Fortbildung. Theomusterburg müsste ich doch eigentlich... Ja genau, da könnte ich so eine Ritterin rausholen. Hier ist nicht viel zu holen. Ja. Gut. Ah, jetzt greift er tatsächlich an. Was? Ah ne, nur die, die fliehen natürlich. Rückzug oder Tod. Eure Befehle? Natürlich. So, ich will jetzt einen schnellen und entscheidenden Sieg. Ja. Eure Befehle? Dafür nehme ich mir noch die mit. Vorwärts! Führen die Armeen zusammen! Mein König, eure Befehle? Die können dann noch damit hin. Das sind drei Stück und dann fehlen noch drei. Mein König. Rekrutiere ich hier noch irgendwas? Was wird hier noch rekrutiert? Noch zwei. Belagerungsmaschinen so gar nicht. Nehme ich noch so einen hier. Ach du Scheiße. Es gab da noch das heilige Ruhm. Unsere Feinde waren siegreich. Eine neue Plage zieht über das Land. Oh. Der schwarze Tod reitet mit dem Wind und tötet alles, was atmet, in wenigen Tagen. Welch schreckliche Verbrechen hat die Menschheit gegen Gott begangen, dass die Strafe der Welt so schwer ist? Ja. Wir müssen uns zurückziehen. Wir errichten hier ein Nachtlager. Ja, natürlich. Verbinden die Truppen. Eure Befehle? Ja. Heute geht mein König. Führen, ja. So. Greifen den Feind an. Jetzt muss ich nur noch hier unten. Die. Wie viel habe ich jetzt? 36. Die hier darf ich aber nicht verlieren, weil das auch wieder eine Stadt ist, die ich brauche. Shit, 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 ey. Ja! Was ist, wenn ich die Truppen hier mit reinnehme? Mein König! Das wäre blöd, deswegen muss ich dann separat noch drei Stück rekrutieren. So. Ja. Abrücken. Die bleiben erstmal hier außen vor. Männer, marschiert! Perfekt für einen Hinterhalt. Gut. Eure Befehle? Ah. Ja, jetzt werde ich wieder mit SMS bombardiert, na klar. Dann Runde beenden. Natürlich greifen sie an. Der Feind ist vor den Mauern. Wollen wir sehen, ob er sie überwinden kann? So. Ich rede nicht mit euch, Ungläubiger. Attackieren den Feind. Hier greifen wir jetzt auch an. Mein König, belagern die Siedlung. Und hoffen, dass das jetzt was bringt. Die Klum wird belagert, der Tod geht um. Aufstand in Kiew.
Kief? Ich jetzt blöd, war das nicht hin irgendwo? Was ist hier? Königsberg. Ja. So, wir stellen es einfach mal mit dazu. Natürlich. Hallo, Kiew, bin ich jetzt doof? Ah, hier unten. Monatliches Rennen ist auch blöd. Okay. Hier brauchen wir eigentlich nur ein paar Stadtwachen, von daher. So, zack, zack. Und eine Ratskammer. So. Wir reisen morgen weiter. Nee, ne, jetzt. Alles hat gut. Der Feind hat es uns gezeigt. Rückzug oder Tod. Oh, nee, ne? Nicht weiter, mein König. Na. Die sind eh dem Tod geweiht. Feinde waren sie. Shit. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, um mich herum stehen jetzt 1000 Mongolen. Eure Befehle ziehen stolz in den Kampf, Herr. So, Mann. Geht doch. Jetzt brauche ich nur noch die scheiß Stadt da unten. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Stärke, Ehre und Sieg. So. Mein König. Vorwärts. Jetzt muss ich hier wieder schnell was rekrutieren. Damit ich da unten die Scheiße einnehmen kann. Fuck! Ich dreh durch. Heute gehen wir nicht weiter. Gott steh uns bei. Unsere Feinde belagern uns. Eure Befehle? Männer, marschiert! Okay, ich mache das jetzt so, an dieser Stelle sehe ich dieses Let's Play jetzt als verloren an. Aus dem einfachen Grund, weil einfach zu viele Zeitsprünge mal dazwischen waren und ich mich jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig zurechtfinden kann. Wir sehen hier alles auf Minus, alles auf Rot. Ich könnte das jetzt natürlich weitermachen, aber ich würde viel zu viele Gebiete jetzt verlieren und so ewig will ich hier jetzt nicht mehr rumdümpeln. Und deswegen sehe ich das jetzt hier als gescheitert an. Die meisten werden dann wahrscheinlich meckern, aber das ist mir relativ wumpe, weil ich, wie gesagt, einfach zu große Zeitsprünge habe und einfach auch vorankommen möchte. Deswegen,
ja, war es das jetzt mit Teutonic Campaign? Im Endeffekt kann man ja sagen, haben wir uns eigentlich relativ gut ausgebreitet. Wenn man auch mal hier unser Reich sich anschaut, dann ist das eigentlich ein riesig großer territorialer Gewinn. Allerdings haben wir nicht so wirklich, oder ja, die Armee ist nicht so gut. Wir haben zwar überall mal so kleinere Truppen, die müssen auch als Garnison bleiben, weil überall ist Mist, jetzt ist auch noch hier die Pest und alles. Gut, das gehört zum Spiel dazu, kann man sagen, und bla bla bla, blibli, aber es ist einfach schwierig, so nach so langer Zeit sich wieder in ein bereits gespieltes Spiel hineinzufinden. Und deswegen beende ich das jetzt. Entweder könnt ihr es als verloren ansehen oder sozusagen als unentschieden, weil die beiden größten Mächte, die jetzt nur noch da sind, sind halt eben das Heilige Römische Reich und meine Wenigkeit. Und eigentlich hätte das ja so sein müssen, dass das Heilige Römische Reich auf meiner Seite ist. Aber das ist es nicht. Es hat sich einfach alles mal gegen mich verschworen und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und ehrlich gesagt ist das auch noch so ein Grund, wo ich sage, habe ich keine Lust mehr. Na klar, das gehört auch zum Spiel und kann man alles immer pro- und kontramäßig rechtfertigen. Aber für mich ist das jetzt einfach hier genug. Ich will einfach jetzt mit den anderen Add-ons weitermachen, weil das was Frisches ist, neu ist, wo man dann von Anfang an sich jetzt reinfuchsen kann und alles. Und das hier ist jetzt einfach ausgelutscht. Und deswegen sehe ich das hier jetzt als verloren an. Und wer weiß, ich speichere das ja ab. Ich kann das vielleicht irgendwann nochmal als Re-RP dann weitermachen. Aber jetzt momentan nicht mehr. Ich hoffe, ihr akzeptiert meine Entscheidung und guckt trotzdem weiter in meine Videos. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, danke fürs Zusehen und so ein kleines Resümee für das Add-on hier speziell. Ist eine ganz gelungene Sache, wie ich finde. Wir sehen ja, das spielt sich ja alles nur hier in diesem Ostseebereich ab, aber für die Entwickler da auch einfach nochmal so richtig schön hier die ganzen einzelnen Provinzen, noch einfach neue Provinzen da hineingefügt haben und alles und auch das Setting, macht einfach Spaß und wie gesagt, ich hätte das vielleicht auch alles ein bisschen anders angehen müssen, aber an dieser Stelle ist Schluss und ja, trotzdem kann ich dieses Add-on nur jedem empfehlen, der noch gerne Medieval 2 spielt. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, weil WoW 2 ja auch schon lange draußen ist, aber für diejenigen, die das noch nicht haben, lasst euch da von mich nicht beirren. Das kann auch durchaus anders laufen, nicht so wie bei mir die Kampagne. Also, es hat schon Spaß gemacht, aber dennoch ist erstmal genug. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu lange abmoderiert und deswegen sage ich jetzt einfach ganz unkonventionell, macht's gut und tschüssi Koski.